Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei The Forest. Ach ja, für viele Bauten, um sich zu schützen, braucht man Holz. Deswegen sollte man sich waldnah platzieren. Aber also nicht dort oben drauf, weil dort muss man immer so weit laufen und hat die. Es ist eine höhere Chance, dass man angegriffen wird. Diese Stelle hier kenne ich auch schon, allerdings das letzte Mal, als ich hier war, waren hier auch so viele Koffer geöffnet, aber das Mal davor waren hier eigentlich noch die meisten Koffer geschlossen, was... Oh, der Typ hatte keine Energie mehr, und dann essen wir erstmal was. So. Und da war halt noch ein bisschen mehr, was man sich nehmen konnte. Jetzt ist hier die Hälfte geöffnet, aber das reicht trotzdem. Ich frage mich, was immer diese Tennisbälle sollen. Die sind irgendwie noch sehr sinnlos, abgesehen davon, dass sie in der Gegend herumspringen. Und vor allen Dingen hat auch irgendwie jeder zweite hier einen Tennisball mit. Eine Taschenlampe, das ist gut, die braucht man in der Höhle. Ein Feuerzeug, um halt Feuer zu machen, oder auch in der Höhle. So, öffnen wir mal den. Medizin. Die werden wir auch noch brauchen, falls wir irgendwie verletzt worden sind durch die durch die Ureinwohner. Und hier liegt noch ein bisschen Geld rum, hier auch. Also man merkt, dass das Spiel noch in der Alpha steckt, allein schon am Wasser, und dass manche Sachen nicht ganz so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Zum Beispiel will jetzt der Koffer hier nicht aufgehen. Und wir haben auch gar keinen Kopf, wie ich gerade sehe im Schatten. Na geht doch. Hier geht es auf und schwebt. Ich habe auch schon ein Haus mal gebaut, was man... Und ich kann es ja mal eben zeigen. Fangen wir mal hier oben an. So, das erste, was man so sich bauen sollte, ist so ein Hunting Shelter. Das wird einem dann auch angezeigt in der Welt, dass dort sozusagen sein erstes Haus ist. Dort kann man auch schlafen, aber wenn man dort drin und mit diesen Schlafen soll man auch speichern, aber das funktioniert noch nicht ganz. Steht hier auch, save your game. Und man kann seine Energie sich wieder herstellen. Und man kann sich halt auch darin verstecken. Größere Shelters, davon weiß ich jetzt nicht genau die Übersetzung, können dafür genutzt werden, ja, um Sachen aufzubewahren. Und der zweite Schritt, den man so machen sollte, ist sich halt so ein Feuer zu craften, obwohl es da auch hier bessere Feuer gibt. Das hier hält länger und das kann man auch wieder anzünden. Das mit dem Anzünden funktioniert so, naja, man kann halt Blätter reinwerfen, aber das funktioniert nicht ganz so toll. Und dieses Standing Fire, das spendet sehr viel Licht, das ist ganz gut, um in der Nacht noch zu arbeiten, aber auch um Ureinwohner abzuschrecken. So, dann gehen wir nochmal hier hin. Hier ist halt noch ein bisschen was über Beeren, dass die einen giftig sind, hier toxic, ne, und die anderen essbar. Und halt gut. Und noch mehr kommt dann halt in diesen Food Writer, den ich aber noch nicht anklicken kann, da das Spiel sich halt noch in der Alpha befindet. Die ganzen Sachen, die hier drunter stehen, die stimmen so gar nicht, weil das noch am Balancen ist. Also die balancieren noch aus, wie viel man dafür braucht und so. Beispielsweise braucht man für das Haus 85 Baumstämme, die man sich auch einzeln nehmen muss. Und nicht hier diese 35 wäre schön, aber ich habe das Haus bisher nur geschafft, einmal so halb fertig zu bauen. Und es schwebt auch in der Luft, also es war nicht so toll. Dieser Lockholder, der funktioniert auch nicht wirklich, da kann man noch keine Baumstämme reinlegen. Ich hoffe, das wird im nächsten Update gefixt. Das hier ist halt nur so ein temporärer temporärer Unterschlupf halt. Den habe ich noch nicht gebaut. Weiß gar nicht, wie man... Na okay. Man kann Blätter sammeln, aber das funktioniert noch nicht ganz so gut. Was das hier ist? Keine Ahnung. Click to place. Ich weiß auch nicht, was man dafür braucht. Na, schauen wir uns das später mal an. Dann gibt es hier noch das
eigene ja, bauen, dass man halt sich so eigene Wände aussuchen kann. Defensiv, Verteidigungswelle, die sind ganz gut, obwohl da die auch irgendwann durchkommen können. Und dass man halt hier Tür und Fenster und so selber bauen kann. Vielleicht ist das sogar sinnvoller als irgendwie so ein Haus. Dann noch eine Treppe, eine Plattform, ein Dach wäre noch ganz gut gewesen und ein Boden, das kommt vielleicht noch. So, ja, hier gibt es noch ein paar Seiten. Man merkt, da sind schon einige Skizzen hinter, die aber noch nicht gefüllt sind. Dann kann man hier Fallen bauen. Die hier ist ganz gut, geht auch relativ schnell. Und die hier will ich vielleicht mal ausprobieren. Seile weiß ich noch nicht, wo man die herbekommt oder craften kann. Aber naja, das werden wir vielleicht in den nächsten Updates sehen. Und ja, man merkt, dass hier noch einige Sachen kommen. Das hier ist so ein Kaninchengehege, wo die halt so eingesperrt werden sollten. Aber ich weiß noch nicht, wie man die fangen kann und dort reinbekommt. Außerdem braucht man diese Seile nicht dafür. Das kommt wohl noch, die gibt es wohl noch nicht als Items, aber werden dann wohl hierfür benötigt werden. Hierfür braucht man eigentlich nur zwei Baumstämme und der Garten wächst, naja, nicht so wirklich. Das Boot habe ich noch nicht versucht zu bauen, dafür braucht man wohl auch recht viel Kleidung. Ob man die Seile gibt es halt noch nicht, von daher vermute ich, dass man die dafür nicht braucht. Und das Hausboot hat noch nicht mal ein Bild. Und das hier sind halt, warum das hier so blutverschmiert ist, fragt mich nicht. Und das sind halt so Sachen, um die Eingeborenen abzuschrecken. Funktioniert wohl auch ganz gut. Ja, das war soweit zum Buch, was da drin ist. Und es ist auch schon dunkel geworden. Das gefällt mir jetzt mal nicht so. Ich hätte vielleicht nicht ganz so lang labern sollen. Aber die Eingeborenen haben uns nicht gefunden, also ist noch alles in Lot. Und solange es nicht regnet, wird uns, glaube ich, auch noch nicht ganz so schnell kalt. Ich nehme jetzt hier nochmal so das Nötigste mit, was ich so finden kann. Und an Koffern und so. Und dann schwimme ich nochmal kurz da zum Boot. Denn da kann man drauf. Ich frage mich, warum man das nicht frisch macht und damit versucht, hier von der Insel zu fliehen. Aber na gut. Das, naja. Vielleicht hat er einfach keine Lust oder es ist voll gelaufen und es geht nicht. Hier sind einige Flares und auch noch was zu trinken. Ein paar Schokoriegel. Und noch ein paar Flaschen. Und noch ein bisschen Stoff. So, und dann haben wir den Ort hier auch. Genau, die Vögel lassen ab und zu mal so Federn fallen, die man einsammeln kann, die man wohl später auch noch zum Craften verwenden kann, was bisher aber noch nicht geht. Ja, es wird noch sehr viel Content dazu kommen. Die Nacht ist relativ lang, was man gar nicht so denkt. Also es ist, Minecraft ist ja der Tag länger als die Nacht, zumindest kann man das manchmal auch mit Max so einstellen. Okay, dort hinten sehe ich Fackeln, dort laufen die Eingeborenen lang. Und dort drüben auch. Scheiße. Die haben auch Lichter, haben sich wohl irgendwelche Lampen gebastelt oder gefunden und haben die, ja, tragen die halt so am Kopf. Versuch mich mal irgendwie hier leise durchzuschummeln, ohne dass die dort hinten laufen, so. Versuche mich mal hier durchzuschummeln, ohne dass sie mich bemerken. Da sind auch noch ein paar Koffer, die ich knacken könnte. Aber ich weiß nicht. So, nee, oh, da laufen sie. Das ist mir, glaube ich, zu gefährlich. Nein, haben sie mich gesehen? Hoffentlich nicht. Nein, ich glaube, er, ich weiß nicht, hat er uns gesehen? Okay, ich habe Hunger, ich brauche was zu essen. Dann ess kurz einen Schokoriegel und oder einen Müsli-Riegel und sei ruhig. Dort ist er, mit Feuer. Und einer Lampe. Ich weiß nicht, was das Geräusch ist.
bleib mal erstmal hier. Besser als irgendwie denen in die Arme zu laufen. Weil die schleppen einen dann in eine Höhle. Und ich habe schon einen Höhleneingang gefunden, aber ich weiß nicht, ob es aus der Höhle auch einen Ausgang gibt. Ich habe mich da das letzte Mal drin verlaufen. Oh, dort unten ist auch noch einer. Okay, was macht der da? Betet der? Ich kann es nicht genau erkennen. Okay, ich versuche mich mal hier langsam durchs Wasser vorzubewegen. Das nehme ich noch mit. Das, was dort ist, das können wir ja auch noch wann anders einsammeln. Das ist ja erstmal nicht so wichtig. Wir kommen hier ja jederzeit wieder zurück. Okay, warum kann ich das Geld nicht aufheben? Jetzt kann ich es aufheben. Mit Sitzen geht das ja nicht. Muss man extra für aufstehen, damit er sich bücken kann. So, dann versuchen wir mal hier. Ja, hier geht so was. Na, warum habe ich jetzt einen Arm in der Hand? Ich wechsle mal kurz auf die Axt. So. Ist der Typ dort noch? Ja, ich... Ah ja, dort habe ich noch kurz das Feuer aufblitzen sehen. Oh, hier liegt auch... Warum liegen hier Beine drin? Arme. Das ist doch unnötig. Hm, na gut. So. Naja, ja, hier wissen wir, dass da noch ein bisschen was rumliegt, woraus man noch eine Abschreckung basteln könnte. Das Spiel wird wohl noch mehr Horrorelemente kriegen und noch richtig gruselig, wenn, ja, mit den nächsten Updates und so. Ich weiß nicht, was im nächsten kommt, aber wir werden es sehen. So, hier ist noch ein Stock. Okay, ich habe genug Stöcke. Okay, hätte ich auch dort unten rumgehen können. Na gut. So, ich renne mal nicht, weil das verbraucht nur unnötig Energie. Und dann machen wir uns weiter auf den Weg. Und suchen den geeigneten Ort. Sehr dunkel hier, ich weiß. Aber besser dunkel als zu hell. Trotzdem würde ich nicht ungern mit solchen Kannibalen Einwohnern würde ich ungern ja leben wollen. Und hier ist auch schon der Ort, an dem ich mich niederlassen werde. Allerdings werde ich jetzt nicht erstmal ein Feuer bauen, sondern ich werde jetzt erstmal hier so ein Shelter bauen. Mit R kann man das drehen, wenn man es gedrückt hält. Und dann stelle ich das mal dorthin. So. Gut, jetzt brauche ich noch einen Stock und einen Stein kann ich mitnehmen. Falls ich ihn mehr brauche, noch ein Stein. Ich hätte aber gerne einen Stock. Da ist ein Stock. Da ist noch ein Stein. Gut, noch ein Stein. Noch ein Stock. So, dann bringe ich hier noch einen Stock an. Wie man sieht, stimmt ja die Zeichnung, die hier vorgegeben wird, noch nicht ganz so überein. Dort fehlen noch ein paar Stöcker. Die vielleicht kommen die dann noch dazu, dass man ein paar mehr Stöcker braucht. Und jetzt ist es natürlich riskant, im Dunkeln hier einfach so, so ein Dings auf den Baum zu fällen, da es natürlich laut ist. Aber ich versuche es mal trotzdem zu machen. Auch wenn man es jetzt vielleicht nicht so gut sieht. Und ich hoffe, die Eingeborenen finden uns nicht. Wenn nicht so gut. So. Jetzt wird man es auch sehen. Der Baum fällt in einer epischen Animation um und auch immer mal in eine andere Richtung. Und
Das Geräusch ist ganz schön laut und dann kommen halt hier diese Baumstämme raus, die man dann einzeln tragen muss. Und hierher, ich glaube, ich baue doch erstmal ein Feuer, das wäre, glaube ich, besser. Ups. Ins Buch. Feuer. So. Okay, da wollen wir noch ein paar Stöcker. Dann wollen wir das Feuer mal entfachen. Aber das und vieles mehr seht ihr erst in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.